Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal geht es wieder um das Thema Kryptowährungen bzw. um Hardware-Wallets. Ich habe mir hier jetzt eine neue Hardware-Wallet bestellt. Ich habe hier schon eine vorgestellt. Das war die kleine Safety Mini. Schauen wir mal. Wo habe ich die? Ja, Safety Mini von Archos. Und ja, jetzt habe ich mir hier die Ledger Nano S bestellt. Und ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wo man das Ganze bestellt. Am besten ist es, wenn man es direkt bei der Firma Ledger bestellt oder im Amazon Shop von der Firma Ledger. Und ja, das soll zumindest auch alles eingeschweißt ankommen. Wenn es ja schon nicht eingeschweißt ist, wenn es schon mal keine Folie oben hat, dann sollte man schon aufpassen. So, ich werde das Ganze jetzt einmal aufschneiden. Denn ja, eine Hardware-Wallet ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Geldbörse für Kryptowährungen. Und wenn jetzt die Wallet schon offen war, dann besteht natürlich, also die Verpackung, dann besteht natürlich das Risiko, dass so ein Hardware-Wallet manipuliert ist oder sonst irgendetwas. Ist es manipuliert, dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass man, wenn man jetzt seine Kryptowährungen auf die Hardware-Wallet verschiebt, dass die dann auf irgendeine Weise verschwinden. Also da sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Also wenn man das Ganze öffnet, hier sieht man die Hardware-Wallet und ich habe hier eine in transparenter Form bestellt und das Ganze schaut dann so aus. Also das ist so zusammengeschoben und das Ganze schaut so aus. Meins ist transparent, gibt es in verschiedenen Farben. Das ist die kleinste Version von Ledger. Mittlerweile gibt es die von der Nano S gibt es eine Plus-Version und dann gibt es die Nano X. Das ist die ganz große Version. Auf dieser kann man ebenfalls alle möglichen Kryptowährungen, die halt unterstützt werden, verwalten. Aber Apps kann man bis zu 3, glaube ich. Also je nach Größe, es kommt auf die Größe an. 3 gehen sich auf jeden Fall aus. 3 Apps von verschiedenen Kryptowährungen, also 3 kann man unterwegs immer mitnehmen, immer verwalten und da auch halt senden, empfangen und so weiter. Wenn man dann umstellen möchte, dann ist es am besten, ja, wenn man das Ganze zu Hause dann umstellt, neue App hochlädt und irgendeine löscht. Aber ja, die 3 häufigsten verwendeten sollte man halt immer dabei haben und ja, das ist halt mit so einer sehr gut möglich. So, also das ist die Hardware-Wallet und dann gibt es halt noch ein paar Teile, was hier drin sind. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung bzw. so eine Karte, wo man halt Garantie und die Recovery-Phrasen aufschreiben kann. Hier hat man 24 Wörter, also bis zu 24 Wörter kann man sich hier notieren. Das sind 1, 2, 3 Karten dabei und sonst hier noch Startanleitung, wie man starten muss. Also dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen, aber nicht
hier veröffentlichen, sondern auf einem anderen Kanal werde ich dann, sobald ich das mache, unterhalb in der Videobeschreibung verlinken. Also hier haben wir dann noch so ein Bändchen, kann man sich hier drauf tun. Wo ist das? Also hier durchs Loch durch zum Beispiel, also so ein Bändchen. Dann haben wir normale USB auf Micro-USB und das ist ein hochwertiges Kabel mit so einem Gewebe rundherum, also damit das auch wirklich lange hält. Und dann hat man hier auch noch ja, so einen Ring mit einem kleinen Anhänger, also das kann man als Schlüsselanhänger zum Beispiel mitnehmen. Also ich würde da, wenn man es wirklich als Schlüsselanhänger mitnimmt, dann sollte man nicht alle Kryptowährungen, die man hat, auf diese Hardware-Wallet drauf tun, denn wenn da einmal etwas passiert und ja, die Hardware-Wallet geht irgendwie verloren, wenn zum Beispiel hier ein Bändchen reißt oder sonst irgendetwas, also dann beißt man sich wahrscheinlich in den Arsch. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Aber tolles Zubehör, was man halt hier da halt dabei hat. Und das ist halt auch ja, nötig. Und das war's dann auch schon von diesem Video. Wie gesagt, über die Einrichtung und alles weitere werde ich dann ein Video unterhalb in der Videobeschreibung verlinken, aber nicht, ja, ich hoffe mal, dass das andere Video dann schon fertig ist, wenn ich dieses Video hier hochlade und ja, sichtbar ist, damit man dann auch die Einrichtung nachverfolgen kann. Ja, aber wenn man Kryptowährungen besitzt, nie bei einer Kryptobörse liegen lassen, sondern immer auf eine Hardware-Wallet. Denn nur wenn man die Schlüssel selber besitzt, hat man auch die Kryptowährungen, hat man auch den Zugriff auf die Kryptowährungen ganz sicher in der eigenen Hand. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die kurze Übersicht, was da alles in der Verpackung von so einer Hardware-Welle drin ist. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.